Endlich geht's los, endlich ein neues Projekt. Ich freue mich mega drauf und das war auch ein bisschen Vorbereitungszeit, dass das alles funktioniert hat. Wir bauen heute eine Lampe, die man mit der Alexa steuern kann. Und ich habe hier relativ viele LED-Stripes. Warum? Ich habe mir vor 2 Jahren einen VW-Bus ausgebaut, den habe ich mittlerweile wieder neu ausgebaut. Und in diesem ersten Ausbau habe ich relativ viele von diesen LED-Streifen benutzt. Ich habe die alle wieder abgemacht und habe mal gedacht, ich benutze sie in einem anderen Projekt und habe aus dem Grund jetzt mega viele LED-Streifen. Dann habe ich noch einmal einen Fehlkauf gemacht. Und zwar wusste ich nicht, dass es einen Unterschied zwischen RGB und RGBB gibt. Eine kleine Aufklärung. RGB-Streifen können rot, gelb, blau scheinen. Und wenn man weiß auf der Fernbedienung anklickt, scheinen alle Lampen und erzeugen ein Alibi-Weiß. Sieht aber nicht so schön aus. Aus dem Grund wollte ich die RGB-Streifen dafür nicht benutzen. RGBB-Streifen hingegen haben dann einen einzelnen Punkt, der dann auch weiß strahlen kann. Das ist dann auch ein schönes Weiß, das kann man gut benutzen, wenn man einfach nur ein weißes Licht möchte. Aber diese RGB-Leuchten würde ich nur benutzen, wenn man irgendwo Farbe an die Wand oder irgendwo sonst hinbringen möchte. Für das heutige Projekt brauche ich relativ viel von diesen Bändern und ich habe mir überlegt, das ist das ideale Projekt, um die mal zu benutzen. Denn heute bauen wir uns eine massiv helle Lampe, die in verschiedenen schönen Lichtfarben sowas wie eine Ambienteleuchtung machen kann. Es gibt noch ein Spezialding, wo ich mich mega drauf freue und das ist eine Alexa-Steuerung. Man kann ja davon halten, was man will. Ich habe eine Alexa. Wenn ihr keine wollt, ist das eure Sache. Auf jeden Fall kann man dann diese Lichtbox mit der Alexa steuern. Könnt ihr anregen, was kann man damit dann machen? Ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr morgens früh aufstehen müsst oder wenn ihr grundsätzlich morgens aufstehen müsst, könnt ihr so ein Ding so einstellen, dass die Lampe ab einer gewissen Uhrzeit irgendwie hell wird und ihr dann morgens, auch im Winter, quasi sowas wie einen Sonnenaufgang in eurem Zimmer habt. Das ist relativ cool, weil ihr da eine gute Kostenersparnis habt, denn es gibt solche Tageslichtwecker. Sowas habe ich auch. By the way, ich musste früher um 4 Uhr aufstehen, weil ich Frühschicht hatte und da war ich schon immer ziemlich grätzig. Die haben damals richtig viel Kohle gekostet. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber mit diesem kleinen Teil hier könnt ihr diese RGB-Streifen in diesem Fall, ja, ihr wisst, was ich meine, zum Tageslichtwecker verbumsen. Für dieses Projekt brauchen wir Plexiglas. Und das ist leider das Teure an diesem Projekt hier, diese Scheibe, die ist 1,25 Meter auf einen halben Meter. Die hat schon 30 Euro gekostet und für das Projekt braucht ihr noch ein bisschen mehr. Also günstig wird das Projekt definitiv leider nicht, aber schaut einfach immer mal nach so Plexiglas und genau aus dem Grund schaue ich immer in der Restekiste zum Beispiel und hole günstige Stücke immer mit. Da musste ich mir jetzt hier nur dieses kleine Stück kaufen und den Rest kann ich mit meinem vorher schon kaufen. Plexiglas machen, wie in der Schule. Philipp. Hol doch mal Luft zwischen Rede. Philipp, mach die Sätze nicht mal so lang. Philipp, mach doch mal Komma oder Punkt. Ich hab's immer nicht gelernt. Ich habe jetzt ein paar Teile vorbereitet. Und zwar muss hier unten drunter quasi nochmal dieselbe Form, nur ein bisschen kleiner sein, damit wir außen unsere LED-Streifen draufbringen können. Wichtig ist es einfach, dass man hier ein bisschen Platz lässt, dass die Streifen nicht durchscheinen, sondern nur das Licht wie als Diffusor dann durch die Plexiglasplatte fällt. Das seht ihr aber gleich noch. Diesen inneren Kubus, kann man das so nennen, ich glaube schon, habe ich an den Ecken hier extra abgerundet, damit ich die LED-Streifen besser hier rumlegen kann. Jetzt richte ich das Ganze schön aus. Ich habe gerade hinter der Kamera was ausprobiert und ich bin ziemlich baff, ehrlich gesagt. Denn ich habe hier ein Teststück gemacht und eigentlich wollte ich einen Holzrahmen bauen, wo die Plexiglasplatte reinkommt. Natürlich wäre es cooler, wenn außenrum kein Rahmen wäre, dass dort auch Licht durchfallen kann. Und schaut mal, was ich hier gemacht habe. Ich habe hier ein Teststück zugeschnitten, habe das mit 60er Korn geschliffen, habe die Phasen angeschliffen, sodass überall wirklich Sekundenkleber rein kann. Ja, ich habe es mit Sekundenkleber verklebt und das Ding ist bombenfest. Also das ist so stabil, das ist enorm. Also das ist wirklich, wirklich enorm. Und ich habe mir schon überlegt, man könnte hier sogar noch Splinte reinsetzen. Da habe ich so schönes Kupfermaterial, die das nochmal ein bisschen stabiler machen würden. Aber ey, das ist so brutal stabil. Wenn man wirklich mit viel, viel Kraft
da drauf drückt, dann bekommt man es kaputt. Aber das macht man ja nicht. Aus dem Grund werde ich jetzt versuchen, dieses komplette Teil nur mit Sekundenkleber zu verkleben. Mir hat jemand mal geschrieben, dass die Flasche viel zu groß wäre. Ich denke nicht, dass es zu groß ist. Ich glaube, die ist gerade groß genug für dieses Projekt und für allgemein die Projekte. Ist immer wieder so schön, wenn das hier frisch abgezogen ist. Jetzt schleife ich es mit 60er Körnung. Damit wir später besser verkleben können, ist es wichtig, hier die ganzen scharfen Kanten zu brechen. Denn ich denke mal, man kann sich hier vorstellen, wie beim Schweißen, wenn man hier eine leichte Phase anbringt, hat der Sekundenkleber nochmal so wie eine V-Nut, wo der sich dann reinsetzen kann. Als nächstes bohre ich mal die Löcher unten rein. Dafür nehme ich mal einfach einen Meter und lege das ungefähr aus, dass die Löcher in etwa gleich sind. Als nächstes wird es ein bisschen schwierig zu filmen. Ja, das geht, oder? Das ist alles kein Problem hier. Ihr seht, hier habe ich die Plexiglasplatte schon mal festgemacht. Und das machen wir jetzt auch auf der anderen Seite. Warum heißt es auf der Tischkreissäge? Ganz einfach, hier habe ich eine schöne, gerade, plane Unterlage, damit das Ding hier schön genau an der damit es einfach schön ist. Punkt. Als nächstes wollen wir die Teile verbinden und das war auch wieder so ein Projekt, da war es viel, viel schwieriger sich vorzustellen, wie man es machen kann. Wenn man aber einfach mal anfängt und dann die ersten Teile vernünftig zusammensetzt, dann ist es eigentlich gar nicht mehr so wild. Die Seitenteile haben wir jetzt fest und jetzt können wir einfach hier vorne, hier oben dieses Teil auflegen und später ist es eigentlich sehr, sehr wichtig, primär, dass hier die Ecken bündig sind, damit oben die Platte, dass die dann auch später bündig aufgeklebt werden kann. Das ist erstmal so der wichtige Punkt. Ich werde jetzt erstmal so ein bisschen rumschauen, damit das Teil schön überall gleichmäßig drauf liegt. Das tut es auch schon einigermaßen. Und jetzt behelfe ich mich hier mit so einem kleinen Trick. Ich lege hier einfach ein Gewicht auf, dann bleibt nämlich die Platte dort hinten liegen. Und jetzt kann ich dieses Teil hier vorsichtig hochklappen und kann den Kleber auftragen und muss es nur noch absitzen. Das gleiche mache ich hier hinten ebenfalls. Jetzt kann ich hier die Box ein bisschen parat legen. Denn jetzt kann ich hier Löcher bohren und die Platte hier noch zusätzlich reinschrauben, dann ist es nochmal ein bisschen stabiler. Hier ist es nur wichtig, dass ihr jetzt nicht ganz außen die Löcher ransetzt, denn ich habe hier so einen ganz, ganz minimalen Versatz. Wenn ich jetzt hier ganz außen die Löcher dran bringen würde, wird die Schraube die Platte hier so ein bisschen runterdrücken. Deswegen lasse ich hier ein bisschen großzügiger Platz. Jetzt kommen wir zur letzten Platte, die gleich hier so oben drauf kommt. Und die habe ich wie auch die anderen Platten einfach grob vorgeschliffen, damit er so ein bisschen milchig ist. Und jetzt muss ich hier überall gleichmäßig Sekundenkleber drauf geben. Das Teil hat jetzt genügend Zeit auszuhärten. Jetzt hole ich mir einen Bündigfräser und fräse oben die Platte erstmal bündig. Jetzt wird es auch für mich ein klein wenig spannend, denn als nächstes will ich hier meine Kunststoff-Plexiglas-Haube abnehmen, denn wir haben ja noch gar kein Licht unten drunter verbaut. Ich glaube, das ist eine Lampe, da muss man sehr vorsichtig mit umgehen, weil sie halt sehr, sehr zerbrechlich ist.
very zerbrechlich, würde ich da mal behaupten. Man könnte jetzt natürlich noch hier das Teil weiß streichen oder irgendwie ein Material drauf machen, was gut reflektiert. Das werde ich mir jetzt mal sparen. Ich werde jetzt hier anfangen, das RGB-Band anzubringen. Ich habe die LED-Streifen jetzt fest. Ich sage immer ganz gerne, nicht schön, aber selten. Aber das sieht schlimmer aus, als es eigentlich ist. Ihr seht hier ja überall die Heißkleberpunkte und die mache ich immer dran. Das habe ich jetzt nicht nur dran gemacht, weil ich die Ecken hier so spezialmäßig um die Ecken rumgelegt habe. Ich mache Heißkleber immer auf RGB oder RGB-Streifen. Das Problem bei denen ist aber, dass die Klebefolie relativ schnell abfällt und dann habt ihr halt diese RGB-Bänder, die dann runterhängen. Deswegen, ja, ich mache immer Heißkleber drauf. Schreib mir aber gerne mal in die Kommentare, wie du die Bänder hier gesichert hättest, was es da noch für Möglichkeiten gibt. Also das hier ist wirklich der einzige Weg, den ich mir so jetzt erklären kann, was auch praktikabel ist. Ich werde das Teil heute Abend als testen. Morgen werde ich es fertig bauen, denn hinten muss noch ein Halter dran, dass man es auch an die Decke hängen kann. Und außerdem will ich die Rückseite noch ein bisschen edler gestalten, deswegen geht es morgen weiter. Die Kamera ist nicht kaputt, das Video ist auch nicht kaputt, die Lampe ist auch nicht kaputt. Hui, ist sie so schön hell. Die macht echt cooles Licht, definitiv. Ich habe das Ganze jetzt mal einen Tag schon mal ausprobiert und das Ganze funktioniert auch schon mit der Alexa-Sprachsteuerung. Und die Lampe ist jetzt quasi fertig, denn ich habe das alles mir so ein bisschen umgedacht. Das ist jetzt quasi simpler zu montieren und. Und die Montage werde ich euch gleich zeigen und dann werde ich euch hier die Lampe auch noch so ein bisschen in Action zeigen. Oder wisst ihr was? Ich mach's jetzt schon. Also grundsätzlich macht Zimmerlicht. Das ist ziemlich cool und das Licht ist auch sehr weich, was hier überall drauf fällt. Das bedeutet, es ist kein blanker Strahler, der überall drauf strahlt. Deswegen ist das schon mal gelungen. Was nicht so cool ist, ist halt eben, dass hier diese LED-Streifen, das sind halt ja die ganz günstigen, da kann man auch nicht erwarten, dass die brutal geil sind. Aber hier sieht man relativ gut, dass die überall punktuell nur das Licht rausgeben. Und je nachdem, was für eine Farbe man einstellt, ist das auch ein bisschen unterschiedlich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel weiß einstelle, seht ihr genau das, was ich meine. Es kommt weißes Licht raus, aber es strahlen auch hier grüne, rote, also alle LEDs. Aber das Licht, was rauskommt, ist annähernd weiß. Aber die macht schön hell, definitiv. Okay, es ist kein Bordellwerkstatt, okay. Geil. Ich schocke euch jetzt. Okay, genug. Wisst ihr, ich frage mich manchmal, das sehen schon ein paar Leute und ich bin voll ein Clown im Internet. Aber ich denke, das gehört mittlerweile auch so ein bisschen dazu. Die Lampe ist jetzt an Ort und Stelle. Da oben hängt sie. Leider konnte ich euch das Aufhängen nicht mehr zeigen, weil die Videodatei irgendwie kaputt gegangen ist. Aber auf jeden Fall hängt die Lampe jetzt da oben und ich mache sie jetzt mal an. Außerdem hole ich hier dieses Video jetzt dann auch ein paar Wochen später auf, nachdem ich es hier festgeschraubt habe und mir ist aufgefallen, dass die Alexa-Funktion nicht so zuverlässig funktioniert. Alexa, schalte das Licht an. Ah, ohne Strom nichts los, ne? Schauen wir mal, ob es dieses Mal funktioniert. Alexa, schalte das Licht an. Okay. Das funktioniert dieses Mal sogar. Man merkt hier so ein bisschen die Qualität von den LEDs, die sind jetzt nicht so extrem hell. Aber so als dezentes Licht, wenn man das irgendwo in die Ecke stellen möchte, ist es auf jeden Fall ganz cool. Was hier auch noch ganz cool ist, ist einfach, dass man diesen Klotz nicht mal unbedingt an die Decke schrauben muss. Man könnte ihn ja auch auf den Boden stellen und dann hätte man auch eine schöne Bodenlampe. Und von daher denke ich schon, dass dieses Projekt cool ist und damit einige Leute was anfangen könnten. Das soll es für das heutige Projekt gewesen sein. Schön, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Ciao.